Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mass Effect. So, wir sind ja hier immer noch auf der Citadel und uns noch ein bisschen umgucken und so. Was haben wir hier? Wegbeschreibung zum Turm. Der Citadel-Turm ist das größte weiße Gebäude weit hinten rechts. Er ist der Tagesort des Rats und damit das Herzstück der Citadel-Politik. Zur Citadel-Sicherheitsakademie. Dieser Fahrstuhl führt hinunter zur C-Sicherheit-Akademie. Zudem finden Sie dort auch Andockbucht oder Andockbucht der Allianz. Okay, reisen Sie mit der Citadel schnell zu wichtigen Orten, während Sie die Citadel erkunden. Werden weitere Orte freigeschaltet. Okay. Gut, dann wollen wir mal gucken hier. Ja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich... Ist halt so drinne mit Steuerung. Und mit Steuerung macht man den Kampfmodus an. Ist ja halt Leertaste gedrückt halten, um hier mal ein bisschen durchzulaufen. Fällt auch nicht auf, dass wir jetzt hier im Kampfmodus durch die Gegend cruisen. Citadel-Turm, was haben wir hier? Rapid-Transit. Erstmal hier ein bisschen gucken. Fahrstuhl haben wir hier auch noch. Bin ermüdet. Sie müssen mit dem Rat reden, um Zugang zu Bezirken zu erhalten. Na, okay, gut. Dann gehen wir erstmal mit den zum Rat. Damit wir überhaupt hier irgendwie mal einen Zugang finden. Oder bekommen. Wir könnten ja dann eigentlich relativ fix mal mit der Schnellreise hier fahren. War doch da vorne gleich. Nur noch mal kurz zurücklaufen. Aber ist schön hier. Riesig und schön. Hat alles in einer Raumstation. Schön viel Platz. So, Citadel Rapid Transit. So, wir wollen natürlich zum Präsidium. Citadel Turm. Ich glaube, ohne Schnellreise, ich glaube, das wird ein bisschen lange dauern, hier sich durchzukämpfen. So, Sie sind im Citadel-Turm angekommen. Wunderbar. Heraus. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit. Halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Commander Shepard? Garrus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Citadel-Sicherheit-Ermittlung gegen Saren. Mit wem haben Sie da geredet? Das war Executor Palin, Chef der Citadel-Sicherheit, mein Boss. Er wird meine Ergebnisse zu Saren dem Rat präsentieren. Klingt, als wollten Sie wirklich seinen Kopf. Ich traue ihm nicht. Irgendetwas an ihm ist faul, wie ihr Menschen zu sagen pflegt. Aber er ist ein Spectre. Es gibt keine konkreten Beweise. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie Ihnen zu. Na, wollen wir mal gucken. Schön hier. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen, aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten, danach die Elkor. Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hanar ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie sie nicht richtig verstehen. Okay. Gut, gehen wir mal weiter. Die Anhörung hat bereits begonnen. Los! Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat.
Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Niles war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der, der die Zerstörung des Senders zuließ. Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Niles tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit und meine. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Geth belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den Geth zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Alles lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn und er muss aufgehalten werden. Was machen wir jetzt? Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadell-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Sie können Captain Anderson nicht von den Ermittlungen ausschließen. Der Botschafter hat recht. Ich trete zur Seite. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden.
Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege, es verursacht sie. Sehr richtig. Ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Unser Botschafter scheint Probleme mit dem Rat zu haben. Er ist nur frustriert. Der Rat wird nicht müde zu betonen, dass wir Teil der galaktischen Gemeinschaft sind. Allerdings mit vielen Pflichten und wenig Rechten. Sie verlangen von uns, dass wir unsichere Gebiete wie den Skyllianischen Randsektor und die Attika-Traverse besiedeln. Aber wenn es Ärger gibt, dürfen wir keine Hilfe von ihnen erwarten. Es ist allgemein bekannt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir einen ständigen Sitz im Rat bekommen. Und der Botschafter ist der Meinung, dass dies bereits überfällig ist. Ich teile übrigens seine Meinung. Sie scheinen nicht besonders viel von Harkin zu halten. Der Kerl ist vor 20 Jahren dem Zitadell-Sicherheitsdienst beigetreten und seitdem hat er unser Volk ein ums andere Mal blamiert. Er misshandelt Gefangene, besticht Zeugen, nimmt Alkohol und Drogen. Die Botschaft hat sich immer vor ihn gestellt. Aber jetzt war das Maß wohl voll. Er ist ein schmieriger Mistkerl. Man hätte ihn schon vor langer Zeit außer Gefecht setzen sollen. Er war einer der ersten menschlichen Offiziere bei der Zitadell-Sicherheit. Es wäre wohl peinlich gewesen, ihn zu feuern. Es wurden eine Menge hässlicher Deals ausgehandelt, um ihn im Dienst zu halten. Politik kann manchmal ein richtig dreckiges Geschäft sein. Aber seine Zeit scheint endlich gekommen zu sein. Es sind jetzt genug Menschen in der Zitadell-Sicherheit. Er muss nicht mehr gedeckt werden. Ich möchte mehr über die Spectres erfahren. Sie sind keine typische Regierungsabteilung. Sie arbeiten allein und meistens im Verborgenen. Sie kümmern sich um die Probleme, die der Rat nicht lösen kann. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie und der Verhandlungen. Aber manchmal reichen diese nicht aus. Wie legen Sie fest, wer ein Spectre werden kann? Man kann sich nicht einfach für diesen Job bewerben. Es gibt kein Trainingsprogramm. Man wird nicht zum Spectre ausgebildet, sondern geboren. Der Rat ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Leute, die einen Job erledigen können, wie Sie. Auch Sie stehen vielleicht schon seit Jahren unter Beobachtung. Sie haben Ihr Talent erkannt. Deshalb will man Sie für die Spectres haben. Nihlus sollte eine letzte Beurteilung über Sie abgeben, aber jetzt ist er tot. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Das klingt sehr nach einem Geheimdienst. Die ganze Organisation ist hochgeheim. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele es von ihnen gibt. Nach neuester Schätzung der Allianz sind es weniger als 100. Aber der Rat ist auf sie angewiesen. Sie sind die Top-Agenten des Rates. Sie sind die Schlüsselfiguren in Krisenfällen. Die letzte Option vor einem offenen Krieg. Die gesamte Galaxie hat Angst und Respekt vor ihnen. Wo immer ein Spectre auftaucht, passiert irgendetwas von großer Bedeutung. Was passiert, wenn ein Spectre außer Kontrolle gerät? So wie Saren. Das passiert nicht allzu häufig. Der Rat wählt die Kandidaten sehr umsichtig aus. Aber wenn etwas schiefläuft, gibt es üblicherweise nur eine Lösung. Sie senden einen anderen Spectre, um den außer Kontrolle geratenen Agenten auszuschalten. Erzählen Sie mir mehr vom Shadow Broker. Er ist der Blutegel der galaktischen Politik. Der Kauf und Verkauf von Informationen ist Teil des politischen Spiels. Und der Shadow Broker ist der beste Spieler von allen. Er verkauft immer an den höchsten Bieter. Und er lässt sich nie persönlich involvieren. Er ergreift niemals Partei. Ein einfaches System. Aber es funktioniert.
Er stellt keine Bedrohung dar, zumindest keine direkte. Er ist nur eine Informationsquelle für alle. Oder sie ist es. Oder sie alle. Keiner kennt die wahre Identität. Erzählen Sie mir bitte mehr über Bala Fon. Bala ist ein Experte im Verschieben von großen Geldmengen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er ist ein Finanzgenie. Er macht nichts ausdrücklich Illegales. Aber er kennt alle Schlupflöcher. Seine Kundenliste ist beeindruckend. Botschafter, Diplomaten und so weiter. Vermutlich deswegen hat der Shadow Broker mit ihm gearbeitet. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Gut, nochmal Codex-Einträge und dann wollen wir mal. Jetzt müssten wir ja ein bisschen mehr Schnellreisepunkte frei haben. Das heißt, wir gehen gleich zum Transit. Bezirke. Boas Nest, okay. Idiom. Botschaften. Na komm, gehen wir gleich in die Bezirke mal rein. Und zum Nest. So. Wir sind im Herrenclub angekommen, okay? Tür hin. Ah, hier. Hallo. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Gucken wir mal. Lassen Sie mal sehen, was wir haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Nichtmenschliche Panzerung. Hm? Turianer, Kroganer. Also nicht wirklich das, was wir brauchen können. Gucken wir nochmal. War hier sonst noch irgendwas? Ist das wirklich? Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Für einen Fan tue ich alles. Hier. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Ja, bitte. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Welche Kolonien meinen Sie? Oh, mein Fehler, Erdenclan. Ich dachte... Ist ja auch egal. Feros? Noveria? Wenn Sie noch nicht von denen gehört haben, werden Sie es bald. Aber woher Sie auch kommen, meine Waren stehen jedem zur Verfügung. Was können Sie mir über Noveria erzählen? Das Gesellschaftskapital der Attikanischen Traverse. Sehr kalt. Sehr verschneit. Ich habe dort nicht sehr viele Kunden. Die haben ihre eigenen Lieferanten. Ich möchte mehr über Feros wissen. Es ist eine alte proteanische Welt. Deren Gebäude sind immer noch dort zu finden. Die Menschen waren nicht die ersten, die dort siedelten. Aber bisher die letzten. Mir wurde gerade klar, dass mein Kontaktmann dort sich länger nicht gemeldet hat. Naja. Es wird ihm bestimmt gut gehen. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden.
Ja, wir haben hier Menschenrüstung schwer, mittelschwer, leicht. Universalwerkzeug, eine Schrotflinte. Nochmal schwere Rüstung für einen Mensch. Dessen, okay. Gladiator 3. Ja gut, wir können uns sowieso noch nichts leisten. Ne? Dementsprechend nur mal erstmal abchecken hier. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Mhm. Na gut. Ich glaube nicht, dass sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass sie es waren. Ich erinnere mich an sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich... Ich habe keine bekommen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Aber... Ich kann Ihnen nicht helfen. Ja gut, er kann Ihnen nicht helfen. So, hier hätten wir jetzt nochmal Transit. Machen wir erstmal Tür auf hier. Commander Shepard? Hallo? Commander... Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Wieso glauben Sie, dass Sie die Ergebnisse meiner Untersuchung gebrauchen könnten? Was immer Sie untersuchen, muss eine große Sache sein. Und große Sachen interessieren mich immer. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Laut Ihrer Akte haben Sie Akuse überlebt, während alle anderen Ihrer Einheit getötet wurden. Wenn jemand die übelsten Elemente auf der Zitadelle finden und das überleben kann, sind Sie das. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Keine Versprechen, aber wenn ich etwas mit Bezug auf Ihre Story finde, melde ich mich. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Na gut. So, jetzt haben wir hier noch eine Tür. Wir kommen in den Bezirken. Weg zum Präsidium. Wie geht es Ihnen, Lieutenant? Ganz okay. In letzter Zeit keine Kopfschmerzen, die der Rede wert wären. Vielleicht gewöhne ich mich langsam an die Belastung. Vielleicht wissen Sie einfach, wie Sie den Stress abbauen können. Ich weiß, dass ich meine Kopfschmerzen loswerde, wenn ich den Gate in Ihren synthetischen Arsch trete. Okay. So, da halt eine riesige Station. Hier haben wir sonst nicht weiter. Denken Sie wirklich, dass wir ihn da unten finden? Er spielt immer erst ein paar Runden Quasar vor der Übergabe. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hochnehmen. Das ist der Punkt. Er soll wütend werden. Wütende Leute machen Fehler. Fist hat etwas an sich, das mich nervös macht. Gut. Er ist ein gefährlicher Mann. Und jetzt halt die Augen offen nach unserem Zeichen. Na gut. Nach welchem Zeichen? Einfach so ein bisschen belauschen hier. Wegbeschreibung. Dieser Fahrstuhl führt hinauf zum Präsidium. Dort finden Sie die Botschaften, den Zitadellturm, das Emporium, die Bank und die Resistenz von Konsortin. Okay. Geht's gar nicht weiter. Dann bin ich ja hier eigentlich an und für sich falsch gelaufen. Wir müssen dann weiter in den Bezirken rumeiern. Laufen wir jetzt nochmal kurz zurück. Zu den Bezirken. Gut, dass es Wegbeschreibung gibt. Dieser Fahrstuhl führt hinunter zu den Bezirken. Dort findet sich Rotas Nest, das Flux, die Märkte und die Krankenstation.
Na gut, und Williams, sind Sie glücklich, dass Sie bei Commander Shepard angeheuert haben? Ich bin mir nicht so sicher, Lieutenant. Jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte die Dinge im Griff, schwenkt das Universum hart nach Backbord. Lassen Sie das bloß niemanden wissen. Mit einer großen Knarre und einer zuversichtlichen Einstellung werden Sie es im Leben weit bringen. Na gut. Hat hier gerade schön geknallt. Noch rot hier. Oh, dann jetzt hier die nächste. Ach, da ist nur eine Tür. Gut, nochmal Tür öffnen. So, Wegbeschreibung zum Nest. Okay, gut, dann gehen wir jetzt erstmal ins Nest nochmal. Das ist der. Ja, es geht ja gleich gut los. Gut, einmal kurz wechseln. Das war verkehrt. Ich würde gern das Sniper wechseln. Da nach oben hin, ne? So, erwischt. Und ebenso. Das waren Sarens Männer. Sicher. Ich muss das mal gucken. Nach oben und dann. Ah, okay. So kriege ich wenigstens mein Sturmgewehr wieder. Dann bin ich mal gespannt hier. Im Stuhl setzen? Na denn? Können wir uns sogar ein bisschen entspannen, aber wir haben eigentlich keine Zeit, uns zu entspannen. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Okay. Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Nicht jetzt. Ich sehe mir die Show an. Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Ja. Allianzmilitär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadellsicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadellsicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum.
Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Was wissen Sie über Garrus? Ein verdammter Hitzkopf ist das. Er denkt immer noch, er könnte die Welt retten. Legt sich ständig mit dem Executor an. Er wird das schon bald büßen müssen. Der Executor liebt es, uns niederes Volk zurechtzustutzen. Sehen Sie nur, was er mit mir gemacht hat. Sie sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Wie ist es, für die Zitadell-Sicherheit zu arbeiten? Sie meinen, wie es war. Der Executor hat mich ohne Soll suspendiert. Wiederholte Verfehlungen. Die Zitadell-Sicherheit hat eine Akte über mich. Können Sie das glauben? Jeder Fehler, den ich machte, wurde aufgeschrieben. Etwas hart mit einem Verdächtigen umgesprungen? Ein Vermerk. Ein paar Drinks im Dienst genommen? Ein Vermerk. Einem Dealer ein paar Credits abgenommen? Ein Vermerk. Das ist eine widerliche Hexenjagd. Sie sind gut weggekommen, wenn Sie mich fragen. Was wissen Sie denn schon? Die Arbeit für die Zitadell-Sicherheit gleicht nicht der eines Marines. Die Leute regen sich auf, wenn wir jemanden erschießen. Untersuchungen, Anfragen, Regeln, Bestimmungen. Ich kämpfe mich jeden Tag durch Berge von Papierkram. So muss man sein, um diesen Job zu machen. Also erzählen Sie mir nichts über richtig oder falsch. Ihr Soldaten habt's leicht. Ich verschwinde. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Die Hinterzimmer sind privat, reserviert für Fist und seine Freunde. Wer ist Fist? Ihm gehört dieser Club, aber die Kunden müssen vorn bleiben. Was hat der andere Kroganer gewollt? Rex? Persönliche Angelegenheit. Nicht gerade gesprächig, was? Auf Wiedersehen. Viel Spaß im Club. Ja, danke. Mal gucken, ob wir hier noch irgendjemanden finden. Aber sieht nicht danach aus. Warum hat Captain Anderson uns nicht gesagt, dass er früher Spectre war? Vielleicht stimmt es nicht. Harkin ist ein Arsch. Ich wette, der spielt nur mit... Mal gucken. Ob der gute Harkin nur ein Arsch ist. So, zu den Märkten. Dann müssen wir ja dann wieder nach oben laufen. Einmal hier über die halbe Map drüber. Ah ne, da hinten war das, wo wir rumgehen konnten. Aber den Märkten können wir ja noch nichts machen, weil wir haben ja noch nicht unseren Sold erhalten. So, Krankenstation müssten wir gucken. Dementsprechend eine Klinik. Märkte. Klinik, Wegbeschreibung. Was haben wir hier? Zum Präsidenten. Zur C-Sicherheitsakademie. Na, da hinten müssen wir dann hin. Zur Klinik. Zur C-Sicherheit gehen wir dann auch nochmal. Ich hab's niemandem gesagt, das schwöre ich! Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund, oder... Wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Ah! Jetzt fängt der Spaß an. Okay. So. Kriegen wir den da mal rausgeworfen? Haben die Schilde verloren. Hä? Haben mein Schilde wieder aufladen? Da. Kein Kontakt, Commander. Hä? Aber wir haben da was liegen. Oder? Feuereindämmungssystem ist das. Na gut. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Schön, dass ich helfen konnte. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen.
Ich weiß, dass diese Leute sie bedroht haben. Aber wenn sie uns sagen, für wen sie arbeiten, können wir sie schützen. Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. Hat das irgendetwas mit den Nachforschungen in Bezug auf Saren zu tun? Das könnte sein. Dr. Michel, erzählen Sie uns, was passiert ist. Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Was können Sie mir sonst noch über die Quarianerin sagen? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Sie hat... Augenblick! Geht! Ihre Informationen hatten etwas mit den Geht zu tun. Sie muss Saren mit den Geht in Verbindung bringen können. Das kann der Rat nicht ignorieren. Besuchen wir also Fist. Das ist Ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie Sie. Ich komme mit Ihnen. Sie sind Turianer. Warum wollen Sie seinen Untergang? Ich konnte keine Beweise für meine Nachforschungen finden. Aber ich wusste, was wirklich vor sich geht. Saren verrät den Rat und er entehrt mein Volk. Willkommen an Bord, Garrus. Wir sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen kroganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Los geht's. Okay, gut. Wir können jetzt unser Squad selbst zusammenstellen. Nimm ich mal... Ja. Garrus gleich mit. Squad annehmen. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.